Hallo Freunde der Nacht oder Dunkelheit, hier ist wieder Kalle Spiel Project Zomboid. Erste Aufnahme im Stehen am neuen Schreibtisch. Jawohl. Es regnet, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben jetzt alles, um eine Pizza zu machen, außer Hefe. Aber ich weiß, wo welche ist. Mir ist die Antwort im Traum erschienen. Und ich nehme dieses Auto, das ist ja noch halbwegs heile, aber es fehlt Benzin. Aber ich habe ja einen Benzinkanister. Da kommt schon die erste Issue. Nope. Keine Zeit. Und hier am Ende der Straße. Oh. Da wollte ich jetzt hin. Da ist doch der Wagen, wo Benzin drin ist. Dann gehe ich einfach drum. Da sind auch noch welche. Ich gehe super vorsichtig. Und vielleicht das Geprassel vom Regen lenkt die Zombies ab und sie hören meine ach so grazilen Fußschritte nicht. Ja. Geh hier hinter dem Haus lang. Gut. Noch keiner bemerkt. Ich gehe einfach hier drum. Da steht noch jemand. Ja. This will work. Und jetzt ganz langsam durch den Busch. Hat mich bemerkt. Ja, komm her. Hüpf hier drüber und dann hau ich dich dumm. Komm her. Komm her. Ja. Und Beta-Blocker. Die nehme ich mal mit. Nur für den Fall, dass ich irgendwann wieder in Panik bin. Ganz langsam durch den Busch, Homer Simpson-Style. Okay. Die haben uns nicht bemerkt. Alles klar, jetzt hole ich hier noch den Kraftstoff. Bleib da. Bleib da. Wie viel waren das jetzt? Ah! Ich dachte, das wäre mehr. Warte, war da nicht auch im Kofferraum was drin? Ja. Okay. Moment. Shit. Fuck. Fuck. Ich muss sie nur weglocken. Vom Kofferraum. Ich muss nur ganz schnell den Scheiß aus dem Kofferraum holen. Okay, Scheiß auf Schleichen. Und go, 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 go. Go, 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 go. Ganzes. Got it. Lauf. Ah, ich bin schon wieder. Ganz schön schweres Benzin. Hi, Mandy! Hi, ne? Immer am Fernsehen gucken, du. Schön abgelenkt. Oh, jetzt wieder vorsichtig. Bleib da. Nur ein Benzin auffüllen. Schnell. Come on. Hoffentlich ist das jetzt auch die volle Packung. Doch schneller! Ja, geh ums Auto rum. Reicht. Durchklettern. Okay, zumachen. Okay, scheiß drauf, es ist genug Benzin drin, ich tank irgendwann anders. Go! Los! Los! Fahr! Woo! Woo! Ja! Okay, wo war denn nochmal die Hefe? Die war irgendwie in dem Döner-Dinner. So weit bin ich ja gar nicht gelaufen. Gar nicht angeguckt, was so die Qualität von diesem Auto ist, aber ob man in der Bäckerei Hefe findet auch. Lass den Wagen laufen. Bin so doof, ich hätte das Benzin da. Habt ihr hier nichts? Hefe oder so? Verrotteter Kürbiskuchen. Komm mal, es muss auch Hefe geben. Gibt's hier Hefe? Komm schon. Butter, Kuchenteig, Schmalz,
Gaga. Ah, Fenster findet ihr toll, ne? Okay, Hefe vielleicht im Quickie-Markt. Ich meine Süppi-Markt. Stimmt nicht. Okay. Egal, wir gehen dahin, wo die Hefe war. Gut, dass ich es laufen lassen habe. Spifo vielleicht? Ja, ich leck euch ein bisschen weg. Komm her. Ah, nein, ich. Ich gehe dahin, wo die Hefe war. Wo ich weiß, dass die Hefe war. Die ganzen Leichen hier weisen mir den Weg. Dinner stand da drauf. Oh Mann. Das wäre zu cool. Und dann können wir eine Pizza machen. Dann habe ich den Sinn meines Lebens erfüllt. Wo kommt ihr denn alle hier aus dem Wald? Pizza? Pizza? Jetzt. Den Scheiß da eben rein. Ja, ich bin Zukunftskatrin, die das Video schneidet. Du hast es nicht in den Kofferraum getan, sondern auf die Straße gelegt. Du verdammte Pizza. Komm schon. Ich will Pizza. Oder zumindest Hefe hier muss doch. Habt ihr Hefe vielleicht weggeschmissen? Nee. Oh Mann. Oh, ihr macht schon die Fenster für mich kaputt. Wenn ich da jetzt durchspringe durch die Fenster, dann ratsche ich mir bestimmt alles auf. Aber Risiko! Doch nicht Risiko, da waren irgendwelche. Oh. Das war eine blöde Idee. Mann, alles, was ich mir vornehme, funktioniert nicht. Wo war denn das Dinner? Hier, mehr Blutspuren auf dem Boden. Hier muss es irgendwo sein. Hitwit, kommen wir der Sache schon näher. Hier ist es irgendwo. Hier, da. Gib mir die Hefe. Und dann kann ich eine Pizza machen. Ja. Hefe. I got it. Und jetzt muss ich nur an irgendeinen weit entlegenen Ort, wo sie mich nicht finden. Und wo ich backen kann, wo ein funktionierender Ofen ist. Hier bin ich gestorben. Im Traum. Nein, da bin ich gestorben. Ich glaube, da bin ich gestorben. Ich habe so eine Ahnung, dass ich da gestorben bin, bei diesem tiefroten Blutflecken, wo das Bandana liegt. Jetzt werde ich unvorsichtig. Jetzt bin ich total glücklich, dass ich alles beisammen habe. Aber ich habe sie nicht mehr alle beisammen. Aber das hatte ich nie. Wir verstecken uns einfach in irgendeinem kleinen Häuschen. Hier so. Ja. Yeah. Ja. Yeah. This'll do. Alright. Hier tue ich nochmal schnell den Rest Kraftstoff mit rein. Ah. Now. Yo, da den Rest. Den ich da mit reingetan. Wait, habe ich den einfach irgendwo hingeschmissen? Ja, habe ich wahrscheinlich. Nick. Ich kann eine Pizza machen. Es geht los. Schön mit einer Leiche dabei. Und noch eine frische Tomate können wir benutzen. Ist irgendwas stale geworden. Die Zwiebelscheiben und die. Super, dass wir eine frische Tomate haben. Ich will mir nicht meine Pizza verderben. Hausschlüssel nehme ich auch. Ich wohne jetzt hier.
Erbsen. Oh, und Tomatenmark auch noch gut. Und Dose mit Tomaten. Und Mais können wir auch noch auf die Pizza machen. Das wird so geil. Okay, dich nennen wir um in Sherbert. Sherbert. Okay. Okay, let's go. Und irgendwas Stales noch am Dings. Ich will nicht, dass das wieder schlecht wird. Okay. 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 Es geht los. Kann ich mit der Hefe jetzt eine Pizza machen? Pizza zubereiten. Wow. Frische, ungekochte Pizza. Jetzt Schinken. Warte, den muss ich schneiden, ne? Wo ist mein Schinken? Oh. Gott, Schink. Frische Schinkenscheibe, ja. Oh. The Glory. Pepperoni, ja. 110 Hunger schon. Oh, was will ich noch drauf machen? Ich wollte eine Tomate. Und Mais wollte ich auch mal. Da muss ich die Mais ausmachen. Wo ist die Dose? Nee? Da. Oh. Oh. Mais. Gib mir Mais. Oh, kann ich nicht Mais drauf machen? Guter Dosenmais. Schön auf die ganze Pizza verteilt. Noch mit Flüssigkeit dabei. Ah, dann nicht. Aber die scharfe Soße, ja. Yeah. Da kommen noch mehr Schinken. Darf man noch mehr Sachen drauf machen als vier? Ja, ne? Oh, die wird richtig geil. Noch mehr Käse. Ja. Oh, eine Sache noch. Noch mehr Käse. Fuck yeah. Oh, yeah. Einschalten. Ah. Oh, yes, das ist alles, wovon ich mich jetzt ernähre in der Apokalypse. Das ist wundervoll. Seht ihr das? Pubert und Fanny? Ah. Oh. Oh, ich habe schon richtig Hunger. Das wird die beste Pizza meines Lebens. 160, das sind, ich weiß nicht, wie viele Kalorien. 160 Hunger. Ah, ich werde den glücklichen Pizzatod sterben. Jetzt schon, selbst ungekocht, füllt sie meine Unglücklichkeit wieder auf zu 33. Nehmen, ausmachen. Ja, so. Ob ich sie schneide? Nein, ich esse die so. Ich esse die ganze Hälfte. Nom, 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 nom. Oh. Mmm, crunchy. Oh, fuck. Sehr gut gesättigt. Lange anhaltender Heilungs- und Stärkeboost. Wundervoll, ja. Und sie hat immer noch 100, so. Den Rest schneide ich jetzt. Schnipp, schnapp. Sehr gut. Wie viel sind denn das? Wie viel Scheibchen habe ich jetzt gemacht? 6 Stück. Wow. Es war eine riesengroße Pizza. Ja. Mein Lebensziel ist erfüllt. Alles, was ich jetzt tue, ist nur noch optional. Zum Beispiel mich selber waschen. Pizza kommt immer als erstes. Ah, ich fülle mal eben meine Flasche hier wieder auf. Hatte ich nicht eine Verletzung? Ah. Mit Geratsch meine Hose kaputt gemacht. Ah, ist schon wieder heile geworden. Mach ich mal die Bandage sauber. Oh, yes.
Was liegt denn hier alles auf dem Boden? Bourbon. Das nehme ich mal mit. Nee, warte, ich mache die Bandagen. Genau, ich desinfiziere die Bandagen mit. So. Falls mir mal wieder was passiert, dass sie auch sauber sind und nicht einfach nur mit Wasser ausgerungen. Aha. Oh, so coole Sachen sind hier gar nicht. Winziger kleiner Raum. Ja. That's boring. Kommt vielleicht was im Fernsehen. Life and Living, ja, ist schon an. Ja, nee, ja. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Alles in meinem Leben erreicht, was man erreichen kann. Regen hört langsam auf. Nehmen wir mal noch einen Topf mit. Und dann begeben wir uns jetzt einfach mal auf die Reise nach Louisville. Hier so eine Flasche. Pizza habe ich im Moment da. Ob ich das jetzt alles mal umtue. Das Mehl zum Beispiel. Das Öl. Alle Sachen, die sich einfach lange halten. Tue ich jetzt mal dahin. Diese brauche ich vielleicht noch. Mein gorgeous Hefe. Erdnussbutter für alle Fälle. Ja, die eingedosten Tomaten. Ich weiß nicht, ob das dann geht, wenn der Mais auch nicht ging. Und der Käse hält sich ja auch ein bisschen länger. Ging gar nicht, die Salami auf die Pizza zu machen. Ich habe nur die Peperoni genommen, ne? Muss ich die auch noch schneiden? Die muss ich auch schneiden. Ja, die nächste Pizza, die ich machen würde, eine Salami-Pizza. Aber erstmal Schinken. Bin immer noch überladen. Aber was gibt's denn noch? Nudelholz. Die müssen mit, die Hotties-Magazine. Aber die Comic-Hefte vielleicht. Komm, der Benzinkanister. Der war schwer. Okay. Piep, piep. Ja, dann, ich sag mal, der nächste Plan, oder so, ist, hier nach Louisville hinzutingeln mit der kleinen, furzigen Benzinladung, die wir noch haben. Vielleicht gehe ich irgendwo tanken, weil hier war ja irgendwo die Tankstelle. Und hoffe, dass ich nicht sterbe dabei. Dann nehme ich doch jetzt nochmal den Benzinkanister hier. Fanny und Pubert müssen natürlich in meinem Inventar bleiben, aber die Pizzas tue ich mal hier hin. Okay, ja. Yeah. Roadtrip nach Louisville. Komm schon. Ist jetzt der Motor kaputt? Los! Also, tut es glaube ich auch nicht mehr so lange, das Auto. Vielleicht finden wir unterwegs ein schöneres. Warte! Nur für den Fall, dass ich irgendwie mal unterwegs bin und was kochen will, so im Wald, klaue ich meinem Nachbarn seinen Grill. Oh, ist der schwer. Tue ich schnell in den Kofferraum. Ich leih mir nur aus. Nur solange die Apokalypse noch ist. Also für immer. Oh shit, komm schon. Komm schon. Im letzten Moment. Das sieht nicht wie eine Hauptstraße hier aus. Ich darf das Auto einfach nie wieder ausmachen. Damit ich, ja, nicht das Problem habe, dass eine Horde mich verfolgt und es dann nicht anspringt. Hier wieder Pizza Land, Pizza World. Ja,
Alright. Roadtrip! Wir können Musik hören. Was für Musik wollen wir hören? Wollen wir etwa definitiv copyright geschützte Musik hören, aber so weit entfremdet, dass es kein Content-ID-Filtersystem triggert? Okay, let's go! Mann, ist das ein schönes Lied, Mr. Tanke. Ich will einfach nur ein bisschen was abzapfen, nur ein bisschen. Oder vielleicht ist in der Tanke was, was ich so mitnehmen kann. Ich wollte hier schon mal hin, ne? Ja. Come on. Schon irgendwie einfach was zum... Ist hier im Kühlschrank Benzin? Kochmagazin Ausgabe 1. Gibt's nicht bei der Tanke auch manchmal so einfach Benzin so in kleinen Dings zu kaufen? Scheiße. Scheiße. Entnehmen. Geh weg von meinem Auto. Fuck. Geh weg von meinem Auto. Au. Alles ist vollkommen korrekt und in bester Ordnung. Es wird funktionieren. Es wird. Alles ist in Ordnung. Ich hab die Pizza. Mir geht's gut. Fickt euch. Woo!